einer neuen Runde GTA Online mit den ganzen Betrügern und deswegen spielen wir heute Trapdoor. Mit dabei ist natürlich der Bacon. Hi, hi. Der Fjalk. Hallo, hallo. Und der Stormy. Hallöchen, ich darf mal mit Bacon spielen. Geil. Wohlgemerkt, ich habe Teamausgewogenheit angemacht. Wie schlecht habe ich ihn zuletzt immer geschossen, dass ich mit dem Stormy dann jetzt zusammenkomme? Also, weil Stormy schießt ja eigentlich gut. Das hängt am Level zusammen. Ja, aber ich bin ja levelmäßig der Zweithöchste bei uns, glaube ich, immer noch. Ja, weiß ich noch nicht genau, was so, also... Stimmt, also vom Level her ist es definitiv nicht ausgewogen, wenn ich das gerade so sehe. Die roten Sachen verschwinden, die fallen runter, okay. Ach ja, stimmt, das ist so ein bisschen Battle Royale, ne? Nur ein bisschen. Ja, halt mit 4 Mann nur. Wow. Okay. Ja, das waren wir zu zweit. Aber das heißt, er kommt jetzt nicht zurück oder kommt er zurück? Kommst du zurück? Er kommt zurück. Ich soll die rote Plattform verlassen, aber sie ist überall rot. Da musst du halt rauslaufen. Was für ein Tipp. Ja, habe ich nicht geschafft. Ich bin weg. Wow, ein Snipergewehr. Ernsthaft? Wenn es geheißen hat, auf gar keinen Fall stehen bleiben. Ich glaube, ich bin jetzt ausgeschieden. Ja. Bei meinem Team steht ja auch nur noch 1 von 2. Jetzt sieht man da hinten das nächste Startding, was rot ist. Stormy, kannst du dich mal eben kurz um Fjalk kümmern? Ich versuch's. Wunderbar. Jetzt habe ich ihn. Probe geschossen. Nein. Ich sehe den Sinn hier hinter noch nicht so ganz. Ja, ich habe eben nicht mal gefunden, wie ich aus dem Roten rauskomme. Na, der Sinn ist, dass die Arena halt irgendwie immer kleiner wird. Am Ende kommt man, glaub ich, nicht mehr aus dem roten Bereich raus. Entschuldigung, da kam ich mal von der Seite eben. Er ist hinter dir gespawnt, glaube ich. Ja, der ist irgendwo hinten gespawnt. Wow. Okay, aber ich glaube, da reicht in Zukunft auch mit 2 Runden gewinnen. Das war eingestellt? Ich glaube, ich habe 3 eingestellt. Er ist hier unten irgendwo unter mir. Mhm. Oh, ey, du möchtest nicht sehen, was ich noch für einen Lebensbalken hatte. Der war nicht existent. Das war knapp. Ja, so ganz verstehe ich den Modus gerade noch nicht. Naja, das ist ganz einfach. Die Leute, die abgeschossen werden, spawnen auf den roten Plattformen und die müssen halt versuchen, so schnell wie möglich da wieder runterzukommen. Ja, aber ich habe eben nicht gefunden, wo die rote aufhört, wo ich hinlaufen muss. Immer Richtung Mitte. Du musst nicht auf die rote, du darfst nicht auf der roten bleiben. Ja, die löst ich wusste auf. Aber nicht, wo es davon runterging. In welche Ach Richtung. So. Ja gut, das ist... Ich würde immer, wenn schlecht. Du siehst ja sonst noch die anderen Plattformen und ich würde immer versuchen, Richtung Mitte zu laufen. Aber gut. Zweite Runde, ich glaube, ich hatte halt Gewinn mit 3 Runden eingestellt. Weil, wie gesagt, neuer Modus kann man ja nicht wissen, wie lange so eine Runde dauert. Wow.
Wow. So schnell. Aha. Ah, und solange man in Bewegung bleibt, ist man auch nicht auf dem Radar, genau. Deswegen finde ich Scharfschützengewehre irgendwie sinnlos in dem Modus, aber okay. Ja, kommt drauf an. Wenn ich jetzt vielleicht irgendwo ganz weit weg von mir sehe, dann macht es ja schon irgendwie Sinn. Aber ich sehe ihn gerade gar nicht. Ja, ich sehe sie beide nicht. Ich glaube, die kommen gleich hier irgendwo mitgelaufen. Ich sehe Shadow. Shadow ist tot. Aha. Wow. Ich sehe den Fjalk. Ich auch. Und jetzt ist er tot, aber ich auch, passt. Aber wieso kann ich an dich 50 Kugeln mehr reinschießen und du stirbst trotzdem nicht? Ist doch scheiße. Weil ich viel mehr Lebensenergie habe mittlerweile. Ja, aber ich war voll. Ja, ich bin fast tot. Oh, danke, Stormy. Alles gut. Irgendwann muss ich auch mal was treffen. Oh, aber wie halt auch, ey. Voll im Sprung weggesenzt einfach. Wusste ja, wow. Dass du irgendwo da oben rumhopst. Ja, hab mich auch erwischt. Oh, ja, und ich bin genau gespawnt, als die rote Plattform verschwunden ist. Ja, geil. Das schaffst du, Stormy. Weil eigentlich kommt es auch darauf an, den anderen gar nicht unbedingt zu töten, sondern den anderen im richtigen Moment zu töten. Das ist richtig. Hey, sehe ich das richtig, dass es hier zwei Aufgänge gibt? Ja, mindestens. Nee, vier. Darf ich jetzt Stormy eigentlich noch Tipps geben? Das moralisch vertreten kannst? Ja. Wo was? Ach, Stormy, du tötest sie einfach. Du brauchst keine Tipps von mir. Du bist ein Profi. Da macht es eigentlich Sinn. Und zwar den anderen zu töten, wenn dieses Warnsignal kommt. Ich weiß, was jetzt passiert. Was denn? Ich werde weggesniped. 100 Pro. Ah, 2 gegen 1. Das ist... Ah. Ach, ja, was ist das, bitte? Das ist aber ärgerlich. Aber du kannst es schaffen. Nicht. Wie gesagt, ich gebe dir jetzt keine generellen Tipps, wo sie stehen. Ich meine, das weißt du sowieso. Ja, das wäre ein großes Ding. Das machen wir nicht. Alles gut. Entweder ich schaff's oder ich schaff's nicht. Ganz einfach. Ich bin ja mal gespannt, was in einer Minute sonst passiert. Ich denke mal, der Punkt wird... ja, dann ist wahrscheinlich nur noch hier ganz oben die Plattform oder so. Sicher. Ja, bei mir. Entweder bin ich jetzt aus dem Internet geflogen oder die bewegen sich nicht mehr. Hört ihr mich noch? Ja, ja. Aber du bewegst dich gerade nicht. Der Stormy hat sich nicht bewegt. Ah, scheiße. Ja, klasse. Ja, jetzt bin ich tot. Ah. Sehe ich jetzt auch. Weil ich gerade auf den Falschen gegangen bin, ich es erst zuletzt gesehen habe. Ich hab gewonnen. Wir haben gewonnen. Die eine Runde hast du gewonnen. Oh, ich hab viel mehr Kills. Ich hab gewonnen. Du könntest auch sagen, du hast Kills gemacht. Ich hab dich unterstützt. Aber ich bin nur dreimal gestorben. Aber ich hab dich unterstützt. Ja, ist ja gut. Ich bin nur einmal gestorben. Wow, ich hab die meisten Kills. Noch weiter? Ja, das könnte uns jetzt noch dreimal blühen, weil 3 Runden bis ein Team gewinnt. Hatte ich, glaube ich, eingestellt. Weil ich ja dachte, sonst ist die Episode zu kurz. Ja, Battle Royale gibt es ja überall. Gestern war ja auch Pressekonferenz von EA auf der E3.
Und in Battlefield 5, ole ole, gibt es Battle Royale Modus. Oh wow. Bin begeistert. Ein Battlefield, das ich nicht kaufen werde. Juhu. Ja, bei Battlefield ist immer noch die Frage, was bieten sie sonst noch? Ich meine, nur weil sie einen Modus haben, auf den du keinen Bock hast, heißt ja nicht, dass du das Spiel nicht kaufen musst. Och. Ich muss das Spiel nicht kaufen. Ja, weil, ja, aber ich meine, nur weil da ein Modus bei ist, den du kacke findest, heißt ja nicht, dass sie nicht sonst auch ein paar richtig geile Modi wieder dabei haben. Ja, aber sonst ist, also seit Battlefield 2,5 hat nicht irgendwie keine geilen Modi mehr. Shadow kommt hoch auf die mittlere Plattform. Mhm. Fjall ist tot. Ja, schießt schon ins Ballbereich auf mich. Ja, da kann ich dich eh nicht treffen. Ja, du bist unverwundbar. Solange du da bist, glaube ich. Ah, oh. Schade, zu knapp. Eine Sekunde früher erwischt, dann wäre schon vorbei gewesen. Ja, vielleicht hätte ich nicht mit der Sniper auf ihn schießen sollen. Also, wir müssen ihn jetzt ja eigentlich nur töten, wenn es rot wird. Er ist hier unten. Aha. Ist tot. Oh Gott, Alter, Ragdoll im... Ich und schießen. Und tschüss. Alter, Ragdoll in der Ego-Perspektive, ne? Da kriegst du es kotzen. Oh Mann. Ich muss das unbedingt ausschalten. Ich mag diesen Modus nicht. Ja, hält sich so in Grenzen. Ich weiß nicht, ob wir in dieser oder in der nächsten Playlist den nochmal haben. Wenn es in der nächsten Playlist ist, tausche ich, glaube ich, vorher einfach mal aus. Da gibt es noch ein anderes Spezial drin. Kürzer meinetwegen. Ja, oder nee, oder so, ja oder so, genau. Kürzer sowieso, aber dann würde ich sonst stattdessen vielleicht... Aber es kann auch sein, dass ich ihn... Aber, nee, ich glaube, er ist erst in der nächsten Playlist wieder drin. Nee, warum solltest du auch zweimal dasselbe in dieselbe Playlist machen? Das wäre ja gar nicht Bacon-mäßig. Mache ich ja manchmal. Solange es nicht zweimal die gleiche Karte ist. Wobei... Ich habe sechsmal Dartspielen reingepackt in die Playlist. Wie konnte das denn passieren? Ja, wobei, glaube ich, diesmal eine Karte kommt, die wir schon mal hatten. Aber ich glaube, da war Stormy noch nicht mit dabei. Okay. Muss ja uralt sein. Ja, aber wir haben auch schon über 300 von GTA rausgebracht, also dementsprechend, ja. Ich mach mal was anderes. Ja, aber ich dachte, das ist dann halt so ein richtiger Battle Royale Modus, dass du wirklich die Gebiete hast, wo du reinlaufen musst und so. Ernst jetzt? 4 Kugeln? Echt? Das waren nur 4? Ja. Wow, wie hast du mich denn von da erwischt? Kopfschuss. Ich hab einen. Ja, aber du musst ja erstmal generell auf mich zielen. Und das kannst du ja nicht einfach. Hab ich schon gehabt. Ich hab einen Unterstützerkill auch noch gekriegt. Also, du hast auch durch mich hast du Schaden bekommen. Nee, ist noch zu früh. Wir dürfen ihn noch nicht töten. Nee, wir dürfen ihn noch nicht töten. Lass den Shadow noch ein bisschen zappeln. Ja. Ich frag mich eher gerade, wo der Ferg ist. Der ist tot. Achso. Mist, das war zu spät. Aber richtig geil, Shadow. Ich dachte, du warst schon tot. Deswegen habe ich gar nicht mehr geschossen, bin einfach nur rübergeklettert. Ich habe halt gedacht, ich darf jetzt nicht sterben. Nee, ist noch zu früh. Ist noch zu früh. Jetzt ist gut. Ah, ja doch. Das macht ihn fertig. Oder? Nee, das schafft er nicht mehr. Wie das aussah. Ah, das ist... Und dann ja, ich habe echt gedacht, ich versuch's noch jetzt mit dem Sprung. Ja, bei mir vorhin hat's funktioniert, wo ich gerade noch so auf die Plattform gekommen bin. Bin ja auch noch gesprungen gerade so. $1000 fürs Verlieren, das geht doch. Ja, ich glaube, wegen doppelte GTA-Dollar aktuell. Sonst bringt das nicht so viel. Ja, geht so der Modus.
Aber wir haben ja in dieser Folge noch was Zweites. Ich freue mich. Und hast diese Folge kann sein. Ganz Tolles ausgesucht. Also wenn es das ist, was ich denke, dann wird diese Folge vielleicht ein paar Minuten länger, weil da habe ich gerade richtig Bock drauf. Okay. Und es widerspricht auch unserem normalen Spielprinzip. Normalerweise ist ja immer Rennen irgendwas anderes. Und komm nochmal scheißen. Labyrinth. Ja. Es ist aber nicht Nahkampf, oder? Du hattest mir ja schon davon erzählt. Bacon. Ja, du erinnerst dich wieder. Und ja, aber tatsächlich ist mir wieder eingefallen, die Labyrinth-Karte, die wir damals gemacht haben, die hatte ich ja noch gecustomized. Ach so. Das haben wir nachgemacht jetzt. Genau. Wir haben aber auch einmal normales Labyrinth gespielt. Glaube ich. Die Karte habe ich aber selber auch schon gespielt, also. Ja, nee, die ist auch eigentlich. Und das allererste Mal, da habe ich hier noch so lustige Absperrungen hingebaut und so Krempel, weil ich dachte, sonst haut er mir wieder ab. Hätte ich gewusst, dass wir so viel mit Pfeilern machen, hätte ich mir nicht so die Signalfarbe rot angezogen. Oder hättest du ja Kerstin eingeladen. Achso, hier geht's gar nicht lang. Hier geht's gar nicht lang. Geil, zweimal geschossen, nicht einmal getroffen. Ah, du hast auf mich geschossen. Und Stormy getroffen. Geschossen, der. Ich finde, hier müsste es außen genauso sein, dass während du läufst, du nicht angezeigt wirst. Das fände ich viel geiler. Weil. Also nicht, oder? Ja, ich will normal. Ich will nur Fußstapfen. Reicht nicht, man muss rennen. Dritte Dings da. Räusche. Mann. Nein! Och. Was denn? Das ist Stormy, wie lange hast du mich schon. Ich habe mich voll erschrocken, wie lange hattest du mich denn schon verfolgt? Boah. Eine Weile? Ja, wow. Geil! Ja, ich glaube, sowas macht mit Stormy nicht Spaß. Und da hat er die Waffe nicht hochgenommen. Wir sollten das machen, Stormy darf nur noch Nahkampfwaffen-Kills machen. Ja klar, dann verliere ich Haus hoch. Dann habe ich nämlich keine Chance, weißt du doch. Ich wechsle mal eben die Waffe. Gut, das ist vor lauter Explosion hört man jetzt Schritte nicht mehr. Da bin ich ein bisschen sicherer. Oh! Ich glaube, die eine Granate habe ich zum Schluss einfach fallen lassen. Hallo! Shadow hat mich getötet. What? Ich glaube, ich werde es nicht hinkriegen, dass ich doppelt so viel Kills wie Tode mache. Was meine Aufgabe hier gewesen wäre. Oh ja, aber Schalk, ja, du hattest definitiv das Spielgelände begrenzt. Ich erinnere mich. Ja. Hey, was schießt denn da von oben? Meine Bande. Weißt du, was noch viel geiler ist, wenn man oben ist? Und man sieht die anderen laufen. Ja, das hatte ich ja eben auch schon gemacht. Ach, das hattest du auch von hier oben gemacht. Ich war irgendwo links da beim Gebäude. Weiß nicht genau. Aber ich war so ein bisschen erhöht und habe ich gedacht, komm mal ein paar bisschen blind was reinwerfen, vielleicht treffe ich da was. Ja, du kannst bei dem Gebäude ja aufs Dach und dann siehst du ja wirklich von oben richtig gut rein. Ich bin schon seit 2 Minuten rum und habe noch keinen gesehen. Wo seid ihr denn alle? Sind alle auf dem Dach oder was? Nee. Also, gerade war da keiner. Ah, da seid ihr. Ja, geil. Bacon rennt jetzt aufs Dach. Aber das ist ein anderes Dach. Ja, das habe ich entdeckt. Du rennst mir einfach hinterher. Ja, ich hatte Bullenhai-Testosteron. Das war aber trotzdem meine Idee. Ist mir doch egal. Das Problem ist, ich habe gerade nicht genug Granaten. Boah. Was denn das? Vorbeigelaufen, scheiße. Also es gibt ja mehrere Dächer.
Aber eigentlich macht das ja nur Sinn, auf das Dach zu gehen, wenn man ordentlich Granaten hat. Ja gut, man sollte vielleicht auch ab und zu treffen. Ja, ist vorteilhaft, habe ich mir sagen lassen. Warum müssen wir immer was mit Schießen spielen? Ja, wie gesagt, das ist ja auch jetzt das einzige Mal, dass wir zwei Schusssachen hintereinander haben. Normalerweise achten wir da ja schon drauf, dass wir das... Aber das ist auf einmal wieder aufgepoppt bei mir und dann dachte ich mir, ja, das müssen wir mal wieder spielen. Wenn man sich vor seinem eigenen Schatten erschreckt, ne, dann weiß man, alles ist zu spät. Entschuldigung, ich hab dich da zufällig kommen sehen. Alter, ich brauch schon mal 2 Sekunden, um jemanden anzuspielen. Und ich werde innerhalb von 0,5 Sekunden. Ja, ich hab dich aber auch schon 2 Sekunden vorher auf der Karte gesehen. Also ich hatte Zeit, mich darauf vorzubereiten, dass du gleich um die Ecke kommst. Und Dominik, die letzten Male, als ich dich erwischt hatte, aber lag das daran, dass ich Bullenheit-Testosteron hatte. Und damit machst du dann ja doch bedeutend mehr Schaden. Die ganzen Granaten. Ja, wo gibt's denn noch mal die Granaten? Ich seh schon seit Ewigkeiten keine mehr. Mann. Aua. Da hat irgendwer oder irgendwas auf mich geschossen. Ich habe auf den Shadow geschossen. Ach, irgendwas hat auch gerade auf mich geschossen. Oh, Granaten. Also, jetzt komme ich nicht raus. Nein! Kacke. Ich weiß auch, wer in der Nähe ist. Ja, ich auch. Deswegen habe ich mich erst nicht getraut. Aber dann dachte ich mir, vielleicht zieht der Ball ja irgendwie weg. Pass euch alle! Ich muss nachladen. Lass mich auf mich schießen, wenn ich nachlade. Einfach mal alle drei gesnackt. Scheiße. Den Shadow habe ich doch erwischt, oder? Ne, den habe ich erwischt. Du hast Shadowrunner pulverisiert. Ach, alle drei. Ja, mein Kegel klaut. Ich weiß, dass du da hinter mir stehst, hinter der Hecke. Kann man durch die Hecke durchschießen? Nee, ne? Nein, leider nicht. Also Gott sei Dank nicht. Draufklettern. Och, der Bacon schon wieder mit seinem Bullenheit-Testosteron, leck mich. Hier. Ja, der muss sich halt auch mal männlich fühlen. Und das Krasse ist, ich schaff's trotzdem nicht, dich zu töten. Aber Shadow, komm, du schaffst das jetzt, bitte. Nein, ich kann nicht schießen. Sack, zerfix. Du kamst du mir gerade nur noch ins Gesicht geflogen. Das war auch der Sinn, ich wollte eigentlich in Nahkampf kommen, weil der einzige Kill, den ich gemacht habe, war jemanden schlagen. Das war mich, ich. Mich, ich. Ja. Ich schlage immer besonders gerne. Komm, du vielleicht du tötest jetzt Stormy. Nein, der zuckt immer so. Voll unfair. Der Stormy spielt bei Schießen mittlerweile auch in der Ego-Perspektive, weil er sonst keine Chance hat. Oh, wir wechseln mal nochmal die Ego-Perspektive. Backtaste. Auf dem Controller. Jetzt hab ich nur Scheißwaffen. So was. Moment. Jetzt kann man nicht auf mich schießen. Schießt mal jetzt nicht auf mich, ich probiere gerade was aus. Ja, was echt, ich bin tot, bevor ich überhaupt erst den anderen gesehen habe. Aber wo sind. Früher immer, als ich am Anfang Schießsachen mit euch gespielt habe. Aber Dank, mittlerweile. Was denn? Scheiße, das blöde. Achtung, Kjaik, Stormycom. Ich wollte nicht schimpfen, mein Waffenrad hat sich gerade von alleine aufgeploppt, obwohl ich da. Wieso hab ich auch keine Granaten mehr? Voll in die Achse. Voll gemein, ey. Das Gelände ist aber auch ganz schön groß. Ja, ihr könnt dann einfach in der nächsten Folge wieder reinschauen. Bei mir passiert hier nichts. Ich hab jemanden gedrückt wieder erschlagen. In die Hecke geschubst, das war unfair. Ja, Bacon. Kam wieder die Camper auf dem Dach. Ja. Aha. Wenn ich schon keine Granaten hab.
Ah, scheiße! Deswegen hasse ich es, euch zu nahe zu kommen, weil ihr dann immer ganz schnell zuschlagt. Ich bin auch immer gerne nah an dir dran. Ah. Oh! Boah. Aber wo sind denn jetzt diese blöden Granaten? Die sind hier manchmal so rum. So. Und ihr müsst sie immer gleich mitnehmen. Das finde ich überhaupt nicht nett. Die sollte für mich liegen lassen. Oh, hier sind Granaten. Oh, das habe ich schon aufgesammelt. Oh, ich glaube, ich habe Stormy kein einziges Mal getötet diese Runde, ne? Ich glaube, doch, doch. Nee. Ja, genau. Kriegt auch noch das Bullenheit, das ist doch. Ja, nee, Shadow mit seinem Granatenregen. Ich habe ja ein paar eingesammelt während der Runde. Ach, da warst du. Ja. Nicht getroffen. Wow, ich hab mal gut eine Schießsache mal gewonnen. Wow. Das ist das Ende dieser Runde. Nein, nein. Draufbleiben, draufbleiben. Ich bin nicht Vierter. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich weiß nicht warum. Ich glaube, der Fjalk ist Vierter. Ich weiß nicht warum. Fjalk habe ich, glaube ich, öfter erschossen als den Bacon. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ja, bye, bye.